Die 1 bleibt ebenfalls gleich. Desireless und Voyage, Voyage. Hello, Claudie. Hello. This is your prize for being number one in Germany. Congratulations. Thank you very much. You know, I'm we know. Very happy. I think so. We know very little about you, about Desireless, about you, Claudie. Could you tell us the main facts in your life, the three main important things? Yes. Maybe at first my birthday. And the meeting with Jean-Michel Riva, who is my producer, and he writes for me songs and mm-hmm. Lyrics. And all my friends, always with me. Mm-hmm. And also my boyfriend, François, who lives with me. Also die drei wichtigsten Dinge in ihrem Leben von hinten nach vorne, es ist ihr Freund François, den hat sie kennengelernt bei ihrem Produzenten Jean-Michel Rivard, der auch sehr wichtig für sie ist. Und das dritte Wichtige sind ihre Freunde, ist sie rundum glücklich. Well, now we have to see the song. Jetzt müssen wir natürlich das Lied sehen. Hier ist Desireless und Voyage, Voyage. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Claudie, have you ever expected that big success in Germany with a French song, a number one hit with a French song? Yes, because when I signed with CBS 3 years ago, it was written on the contract. Yes. Well, no, okay. It was a very big surprise for me. It's a miracle. Mm. I think it's God. Sie ist der Ansicht, das war wohl ein Wunder, es war wohl Gott, der ihr geholfen hat, Nummer 1 in Deutschland zu werden. Aber zuerst hat sie mal gesagt, dass als sie die, bei der Plattenfirma unterschrieben hat, die Verträge unterschrieben hat, da stand es unten drauf, dass ihr das gelingt. So, I wish you good luck for your future and I hope we see the next song very soon. I hope to. Yes. Okay? I'm going to the studio. Mm-hmm. Also ihr geht jetzt ins Studio, gibt es einen neuen Song, sind wir schon ganz gespannt drauf. Thanks for being here.